Oh mein Gott. Yo, ich bin ein Profi. Profi? Ich profi nur mit B, so wie Brody. Für Laude, jeder nach einem Yoga-Kurs. Ja, ich bin gespannt, ich habe noch nie Yoga gemacht. Ich habe nur mal in einem Film, in einem schlechten deutschen Film, der meine Oma geguckt hat, weil ich damals bei Urlaub gemacht habe, ist mir diese eine Stelle eingebrannt, wo diese Frau auf dem Balkon Yoga macht und dann diesen Drachen macht. Und sagt, das ist der Drache in Yoga. Das ist die einzige Figur, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob es überhaupt der Drache existiert, habe ich im Film gesehen. Mehr weiß ich über Yoga gar nicht. Deswegen, let's go. Phil Laude. Ich finde, du hast eine geile Energie heute. Das ist ganz schön, da kommt ganz viel an. Ganz viel Wärme, ganz viel Licht. Ja. Wie ernährst du dich sonst? Ich weiß. Ich ernähre mich vegan. Aber hast du nicht gestern Eier gegessen? Gestern ja, aber ab heute bin ich vegan. Und sind da nicht Eier auf deinem Teller? Hättest du nicht so eine geile Energie, wäre ich jetzt sauer. Aber das wäre negative Energie für mich, deswegen verzeih ich dir. Bist du jetzt vegan oder nicht? Ich verzeih dir. Und die Augen immer böse, immer so. Ich verzeihe dir. Oh, richtige Wandtapete sogar schon extra hier gemacht für das Video, das hier so mit Yoga schon hier drauf ist, oder? Wahrscheinlich extra das Video, oder? Jetzt nicht an morgen denken. Lieber voller Achtsamkeit diesen wunderschönen Augenblick genießen, ja? Simon, bist du noch dran? Ich habe dir gerade das Pitch-Deck für die Influencer-Marketing-Kampagne für morgen geschickt. Ja, natürlich kenne ich Buddha. Das ist der Erfinder von diesen Bowls. Buddha Bowls. Die Lehre Buddhas ist, dass wahres Glück aus dem Inneren kommt und man anderen nichts beweisen muss. Hashtag spiritual, Hashtag Yogi, Hashtag feinstofflich. Hallo, machen Sie auch Dreadlocks? Also meine Lieblingsfarbe ist ja bunt. Kannst du vielleicht ein Bild von mir machen für Instagram? Ich wollte einen Post machen, dass ich gerade Social Detoxe. Ja, perfekt. Bester Post, Social Detoxe jetzt und dann einfach posten, hä? Macht ihr das ja auch? Detox heißt ja entgiften, ne? Toxic, ne, Gift und dann D, ne, entgiften. Ja. Wenn du postet währenddessen, ist es kein Social Detox, wollte ich mal sagen, ihr Leute. Lernt was bei mir wieder. Okay. Kurzen Anfall gehabt. Das ist sehr negativ gedacht von dir jetzt, aber ich verzeih dir. Die aufrechte Eule. Krieger 1 mit geöffneten Händen. Und wirklich? Dann finde deinen eigenen Weg in den liegenden Hund. Was ist das jetzt? Ein Krampf. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ein veraltetes patriarchisches Konzept auch. Ne? Also ich denke nicht in solchen Kategorien. Ich wünsche mir Dinge beim Universum. Zum Beispiel ein Haus am Meer. Nichts Großes. Ich trinke keinen Kaffee, nur grünen Tee. Da ist doch Kaffee drin. Das ist grüner Tee. Das ist dunkel, ne? Das ist ein sehr alter grüner Tee. Fairtrade. Das riecht auch ein bisschen nach Kaffee. Hätte ich einfach schwarzer Tee sagen können, oder ist es nicht yogamäßig? Ja, das ist meistens ein sehr guter grüner Tee. Du hast wieder eine doofe Energie gerade, ne? Das ist mein Energiekristall. Der sorgt dafür, dass böse Energien abgekommen. Oh, so ein Kristall habe ich auch immer. Meine Oma war voll Fan von diesen Kristallen und von diesen Steinen. Ich habe Lapislazuli-Stein mit Gold drin. Ich finde hier irgendwo rum. Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich ihn suchen würde, würde ich ihn finden da hinten. Das weiß ich zu 1000%, aber gar keinen Bock. Und da habe ich noch so einen anderen Stein. Und die Hekma, du musst mal aufladen, die Steine. Legst du die auf solche, so diese Steine, kennt ihr, wo diese Kristalle so rauskommen, die Spitzen, legst es dann drauf zum Aufladen, dann bleibst du mehrere Stunden drauf liegen, das aufladen kann und dann ziehst du es wieder an. Dann gibt es die Energie und Kraft. Ich glaube an so einen Humbug gar nicht, aber die Steine sehen echt ganz cool aus von der Optik. Und aber die Freundin von meiner Oma, die hat so ein Geschäft, so ein Steingeschäft, wo du so richtig so Steine kaufen kannst zum Aufladen und zum Umhängen und so, ne, kannst du das auch holen. Dann stellst du da auch ihre Steine her und die glaubt ja voll daran. Und da habe ich ja erzählt, dass ich so Probleme mit der Akne hatte damals. Und dann hat die mir auch irgendwie so Steine in Wasser gelegt. Da gemeint, das musst du jetzt ein paar Stunden drin liegen lassen. Und das Wasser dann auf die Stirn tupfen. Und die Kraft, Energie wird in deine Haut übergehen. Und dann wird die Akne geheilt. Und ich dann so, ja, okay, das mache ich jetzt auf jeden Fall jeden Tag. Ich habe es nie gemacht. Die Akne geht trotzdem weg. Oh, ups, Das ist der Lebenskristall, der sorgt dafür, dass mein Trinkwasser lebendig ist. Und was ist das jetzt für ein Stein? Das ist ein Stein aus meinem Schuh. Und was hat der für eine Bedeutung? Der tut weh beim Laufen. Das ist seine Bedeutung. Also ich bin nicht verrückt oder so, dagegen habe ich doch meinen Energiekristall. Yoga steht für Empathie und Harmonie. Also sich selbst so lieben, dass man auch andere lieben kann. Also ich meine das wirklich wertfrei, ne? Aber Männer sind für mich Müll.
Namaste ist Sanskrit für ich verehre dich. Man kann Yoga nicht einfach beschreiben. Yoga muss man selbst erfahren. Anjali Mudra ist Sanskrit für Hingabe. Also ich meine das also auch völlig wertfrei. Ich könnte es auch nicht jetzt beurteilen, aber ich würde jetzt stimmen, weil ich keine Ahnung, was die bedeuten. Ich muss jetzt googeln. Ich weiß nicht, wie ich sie schreibe überhaupt. Was das? Keine Ahnung, wie schreibt man das? Aber für mich hast du kein Gefühl für Ästhetik. Vatakanya ist Sanskrit für ich möchte dir wehtun, dich schlagen, dich töten. Wichtiges Wort. Nee, Schatz, gestern habe ich keine Avocados gekauft. Morgen haben die Märkte zu. Nee, jetzt gerade kann ich nicht, weil ich auch zu tun habe, Schatz. Du, ich finde, du hast gerade wirklich auch eine sehr negative Energie. Und das ist vielleicht besser, wenn wir jetzt erstmal beide für uns in uns reinhören, bevor wir das konstruktiv klären können. Ja. Rufe ich dich später nochmal an, ja? Tschüss. Naja, zur Arbeit kommen, zu Hause bleiben, also das ist für mich auch sehr weltlich gedacht, ne? Warum ich nur eine Stunde im Büro war? Also ich finde, Zeit ist eine weltliche Illusion. Nein, mein Gehalt ist keine weltliche Illusion. Ja. Das können wir gerne vor Gericht klären. Gericht ist auch keine weltliche Illusion. Ich entscheide, was eine weltliche Illusion ist. Wir haben eine sehr negative Aura, Chef. Ganz ehrlich, ich mache das mit dem Yoga ja eigentlich nur, weil mein Arsch so knackig in diesen Yoga-Pants aussieht. Ich brauche keine Behandlung mehr. Kurkuma hilft auch bei Kreuzbandriss. Aua. Hallo, auf meiner Pizza ist ein bisschen wenig Salami drauf. Das ist mir egal, ob ich eine vegane Pizza bestellt habe. Ja, dann würde ich gerne mal den Chef sprechen. Dann können Sie sich auch einen neuen Job suchen. Ihre vier Kinder interessieren mich da nicht. Er hätte aber auch doch ein bisschen negative Energie jetzt, oder? Also sollte jetzt mal nochmal sich nachdenken drüber über sich und dann nochmal zurückkommen ins Video und dann die negative Energie bitte nicht mehr zeigen. Danke. Jetzt geht's mal um meine Selbstliebe hier, ne? Ich habe da auch kein schlechtes Gewissen. Also ich übe jeden Tag Empathie und ich weiß, was ich der Erde üben. Gebe. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß in der Gosse. Üben. Alles Gute. Wer Glück im materiellen Besitz sucht, der kann gar nicht glücklich werden. Oh, das müssen meine Yogamatten, meine Meditationskisten, meine 13 Buddha-Statuen und meine Yogi-Klamotten im Wert von 1200 Euro sein. Oh mein Gott. Leute, spürt doch mal bitte kurz in euch rein, ob da nicht irgendwo der Wunsch ist, hier ein Abo auf diesem Kanal zu lassen. Fürs Karma, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten geht's jetzt weiter mit einer wissenschaftlichen Überprüfung, was Yoga eigentlich so bringt. Oder ihr seht euch meine Dorfkind-Vergangenheit an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächsten Sonntag. Tschö mit Ö. Sehr geiles Video auf jeden Fall. Gefällt mir mega gut. Ich bin laut jedes Mal. Immer frische Ideen, keine Ahnung. Hört doch erstmal in euch rein, Leute. Wir kommen jetzt runter. Also generell, daran ist nichts Verkehrtes, ja. Also so ein bisschen in sich reinhören, ein bisschen Ruhe einkehren lassen, ja. Aber dieses ganze Steingehöre und so weiter, das ist alles ein Humbug. Da ist viel ein Placebo-Effekt dabei. Wenn man dran glaubt, ist ja in Ordnung. Dann hilft es einem auch so ein bisschen, ein Placebo-Effekt. Aber wirklich daran glauben, dass es dir wirklich hilft. Also, dass es direkt hilft, nicht Placebo-Effekt. Ja, wenn du den Placebo-Effekt kennst und weißt, dass es noch hier ein Humbug ist, dann funktioniert der bei dir halt nicht. Ne? Das ist halt... Naja. Aber geiles Video. Und ja, ich bin jeden Tag live auf Twitch. Kommt vorbei, 19 Uhr. Wir sehen uns dort. Link in der Beschreibung. Tschüss. Yo, ich bin ein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody.